Die Spontanversammlung sind sogar zwei Versammlungen angemeldet worden. Eine vom Herrn Fichter und eine von Janko Williams. Liebe Versammlungsteilnehmer, könnt ihr jetzt mal die Musik wieder ausmachen? Der Polizeieinsatzleiter hat mir eröffnet, dass meine Versammlung, meine Spontanversammlung jetzt beendet ist, weil die Mehrheit nicht glaubhaft machen habe können, Masken nicht tragen zu müssen. Damit muss ich aktuell meine Spontanversammlung beenden und euch sagen, dass mit dem Ende meiner Versammlung zunächst eine Entfernungspflicht von diesem Versammlungsort einhergeht. Ich sage dazu aber auch gleich, in Stuttgart sind heute noch mehr Versammlungen angemeldet und genehmigt und gebe weiter an den Landtagsabgeordneten Heinrich Fichter. Ja, liebe Freunde der Freiheit, ich weiß jetzt nicht, ihr werdet euch jetzt wahrscheinlich alle entfernen, aber ich habe gerade, ihr könnt ja gerne ein paar Schritte gehen, aber dann könnt ihr, wenn ihr wollt, zurückkommen hierher, denn ich habe selber eine neue Versammlung angemeldet gegen die Polizeiwillkür unter dem Deckmantel von Corona. Bravo! Der Herr, bitte jetzt nicht trommeln, keine weiteren Lärmsachen, sonst versteht ihr ja gar nicht, was jetzt zu sagen ist. Der Herr Häfner von der Polizei meinte, es sei nicht erlaubt, weil die Teilnehmer die gleichen seien. Ich wies ihn darauf hin, dass man das ja gar nicht sagen könne. Es sei weder die gleiche Demonstration noch dieselbe Demonstration. Denn wir wissen ja nicht, wer von euch sich jetzt nach Hause auf den Weg macht, wer vielleicht zufällig den Demonstrationszug, den ich jetzt ausgerufen habe, begleitet oder ob sich vielleicht aus den Häusern noch andere Menschen diesen Demonstrationszug anschließen werden. Auf jeden Fall bin ich gespannt auf das Verdikt von Herrn Häfner, ob ein bisschen Rechtsstaatlichkeit noch übrig geblieben ist. Ja, ganz kurz, ich möchte jetzt hier keine Versammlung fortführen, das auch an die Polizei. Ich bin hier als Rechtsanwalt und anderem Rechtsanwalt vom Karl Hitz und vom Heinrich Fichtner. Ich weise euch jetzt auch nochmal darauf hin, dass bei einer aufgelösten Versammlung sich die Menschen zu entfernen haben. Es sei denn, es gibt einen neuen Versammlungsgrund, den es hier jetzt vielleicht rechtlich so nicht gibt. Aber wie gesagt, es gibt heute in Stuttgart ja auch noch andere Demos möglicherweise. Die eine hat mit der anderen nichts zu tun. Ja, deswegen nur noch der rechtliche Hinweis, das, was der Karl gerade gesagt hat, das ist soweit korrekt. Und ja, bei allem anderen könnt ihr euch ja überlegen, was ihr heute noch, ob ihr noch Demos besucht, welche noch besucht. Aber die hier, die jetzt gerade aufgelöst wurde, wenn jetzt die Menschen sich nicht entfernen, wäre es eine Ordnungswidrigkeit. Also, ja? Ich schlage vor, dass wir als Demonstrationsort den Karlsplatz wählen. Wir drehen um. Jawohl! Auf den Karlsplatz. Ab zum Karlsplatz! Aber versucht auf jeden Fall, eine Mund-Nasen-Bedeckung hochzuziehen, damit ihr euch nicht schikanieren könnt. Und noch einmal die Ansage an die Polizei. Ihr habt es in der Hand, ob das Lied nicht zu Ende geht. Wir bleiben in Stuttgart. Ich muss noch eine Modifikation des Ortes machen. Es gibt ja eine genehmigte Demonstration. Ich würde sagen, da schließen wir uns an. Ich denke ja jetzt am oberen Schlossgarten an. Ja, das merkt man ja. Oberer Schlossplatz, also Retour. Und dann eine Treppe. Wie? Vor dem Schauspielhaus ist es. Vor dem Schauspielhaus, also darunter, dann rechts. Und da können wir ja hingehen, da ist eine Demonstration angemeldet. Da muss man gar nicht Beine anmelden, das ist ja geschickt. Und diese Demonstration lassen wir uns dann. Da machen wir halt einfach weiter. So, jetzt auch hier noch ein rechtlicher Hinweis. Bitte geht nicht als geschlossene Gruppe, sondern lasst da einfach ein bisschen Platz dahinter. Schön große Abstände haben. Und ihr kennt es ja, ich glaube, zwei Haushalte, wenn ihr jetzt privat unterwegs seid. Und maximal 5 Leute, also lasst euch da wirklich Platz, dass für die Polizei nicht der Eindruck entsteht, dass das ein Demozug dorthin ist. Das ist es nämlich nicht. Es gibt heute noch 2 weitere genehmigte Demonstrationen in Stuttgart. Und
Ihr könnt die natürlich besuchen, wenn ihr möchtet, aber macht es bitte nicht als geschlossene Gruppe. Dankeschön. Nur mal ganz kurz. Markus, du bist doch der Beweis, du bist der neue Teilnehmer bei der neuen BMW. Und ihr bleibt bitte immer alle friedlich. Die Friedlichkeit ist das große Zeichen unserer Gemeinschaft. Wir bleiben immer friedlich und geben den Leuten der Staatsmacht keine Gelegenheit, Gewalt auszuüben. Wir bleiben immer friedlich. So, liebe Freunde, wir machen uns jetzt auf Richtung... Das müssen die Leute selber entscheiden. Achso, die Leute entscheiden selber. Also ihr entscheidet selber, nach Hause gehen, Spaziergang machen. Der Gang zu einer Demonstration ist ein triftiger Grund, das möchte ich hier nur sagen. Laut Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg. Und wir sind allesamt keine Corona-Verordnungsleugner. Ich weiß nicht, irgendwas, weißt du, ich muss immer das Ding da und dann irgendwann macht das dann mit. Und zwischendurch immer wieder das Handy leer. Mit den hässlichen Bildern, die Sie hier erzeugen als 1,60 Meter, sind Sie zufrieden? Muss sogar die Reiterstaffel hier antreten, um uns niedrige Menschen einzuschüchtern. Gut, Stefan. Ich bin der Ralf Bühler. Mein Gimbel und mein Kabel. Merkt ihn euch, Ralf Bühler. Wir sind friedlich. Was seid ihr? Stefan, grüß dich! Hey, hi! Schön, dich zu sehen. Ja, ich freue mich auch. Lang nicht gesehen. Ja, du warst schon vorher unterwegs mit dem Frauenbus, oder? Nö, ja, also, ja, ich bin schon auf der dritten Demo heute hier. Ich mache richtig heftiges Power-Demo-Hopping. Ja, geil. Heute 4 Demos in Stuttgart, morgen Innsbruck, übermorgen Ried im Innkreis, Scherding und Graz. Sauber. Ja. Vorbildlich, immer unterwegs für die Freiheit. Silvester ist der Anlass, dass man mal so richtig Gas gibt und mal alle Demos, die irgendwie gehen, zusammenhängt zu einer persönlichen Auto-Demo-Tour mit Alexandra Motschmann. Und ja, wir haben auch live gestreamt aus dem Fahrzeug. Da werden viele Fragen beantwortet, die aktuell offen sind, im Hinblick auf Alexandra Motschmann. Also genau, da wollte ich gerade fragen, kannst du da mal was dazu sagen? Also ich habe gehört, dass Ihr Bruder wohl bei BioNTech ein Gesellschafter wäre. Ist das wahr? Ist das richtig? Ja, er ist ein Investor. Hast du das gemacht? Danke dir. Er ist ein Investor bei BioNTech, das ist richtig. Das hat sie auch nie versteckt. Sie hat das bereits im April, als sie begonnen hat mit Open-Mic-Demos in München, auf den Demos gesagt. Ihre Teamkollegen aus München bestätigen, dass sie das wussten. Ich selbst habe das erst am 13. Dezember erfahren, bei der Salzburg Groß-Demo. Das ändert meine Einstellung zu ihr mal gar nicht. Im Gegenteil, ja, vielleicht schon. Ich finde es umso bewundernswerter, dass sie einen Bruch in der Familie in Kauf genommen hat und dass sie ihr Bestes gibt, um mit ihrem Bruder Gespräche zu führen. Sie sagt, er glaubt ganz fest daran, dass das, was er tut, das Richtige ist. Und sie lädt ihn aber immer wieder dazu ein, zu sprechen mit ihr und bringt Argumente vor. Das finde ich eine gute Sache. Es ist wesentlich mehr wert, wenn jemand, der an und für sich keinen Grund hat, sich für andere Menschen einzusetzen, es tut, als wenn es jemand tut, der ohnehin keine Wahl hat. Ja, also ich finde es halt verständlich, dass viele Leute da vor den Kopf gestoßen sind im ersten Moment. Und ich finde trotzdem, dass man nachschauen muss, was ist der wirkliche Beweggrund. Und letztendlich geht es darum, dass wir alles zurückdrängen, dass wir wieder frei leben können und dass so Firmen wie BioNTech für ihre Kunden was machen können, wenn die das wollen, aber dass die anderen frei sind und dann ist ja alles in Ordnung. Wer sich impfen lassen will, soll sich impfen und wer frei sein will, soll frei sein. Und wenn die in der Familie gespalten sind, dann ist es halt so. Und ich denke, dass wir einfach den Weg gehen müssen, dass jeder das machen kann, was er will. Und wenn der Bruder das eine macht und die Schwester das andere, dann ist es halt so. Ja, das ist ja nicht nur in dieser Familie so. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber auch bei mir in meiner Familie gibt es solche Spaltungen. Es sind nicht alle auf derselben Seite. Es sind nicht alle derselben Meinung und ich glaube, viele, die hier versammelt sind, können das aus eigener Erfahrung auch erzählen. Brüder, Schwestern, Eltern, Kinder sind nicht unbedingt immer derselben Meinung und ich bin streng gegen Sippenhaftung.
Jeder ist für das, was er tut, verantwortlich. In diesem Leben und in jedem möglichen weiteren, wenn man daran glaubt, oder im Karma oder vor dem Gericht des Lebens, des Schicksals, steht jeder für sich und nicht für irgendjemand sonst. Okay, ist sie denn da? Oder, ja, ich habe sie aus den Augen verloren. Wir sind gemeinsam hier gewesen. Ich habe sie im Augenblick aus den Augen verloren. Ja. Wir haben aber auch ausgemacht, dass wir nicht die ganze Zeit zusammenkleben, ja, damit wir auch unterschiedliche Bilder bekommen, unterschiedliche Eindrücke mit anderen Menschen uns treffen und sprechen. Und wir treffen spätestens morgen in Innsbruck um 14 Uhr wieder zusammen bei der Anna-Säule. Keine Diktatur. Bei Österreicher Zusehen, morgen 14 Uhr Innsbruck, Anna-Säule. Ja. Gut. Also, dann lasst uns zu der Demo gehen. Genau, lasst uns losgehen. Freiheit, keine Diktatur. Markus! Stefan! Frohe Weihnachten! Ja, haben wir gar nicht gemacht. Schön, dass du da bist. Das Schöne ist, wir sind ja jetzt aufgelöst, deswegen dürfen wir uns jetzt auch offiziell umarmen. Ja, ja, du, mir macht es offiziell oder inoffiziell oder sonst wie. Das ist mir sowas von egal. Ich habe das heute auch jedem gesagt. Ich habe es bei dir im Livestream gesagt, in meinem Livestream. Ich bin zu den Polizisten angegangen und habe direkt neben denen das richtig in meinen einbrüllt, dass mir das scheißegal ist. Und dass ich alle dazu auffordere, dass sie doch bitte nicht mehr weiter an die Maßnahmen halten sollen, sondern sich wieder normal und frei bewegen sollen. Und habe auch gesagt, ich weiß, dass die Polizisten mir das als Straftat auslegen, dass mir es aber egal ist. Straftat ist es jetzt eher nicht, das ist vielleicht eine Ordnungswidrigkeit oder ein Aufruf zu einer Ordnungswidrigkeit. Ja, genau, und das ist mir egal. Der Aufruf kann nicht teurer sein als die Ordnungswidrigkeit selbst. Gehen wir mal nach links, weil wir sind jetzt hier im öffentlichen Verkehr. Das ist mir auch egal. Ja, mir ist es nicht egal. Nicht, dass ich nachher noch von einem Friedensfahrzeug überfahren werde. Das wäre doch irgendwie Banane. Das ist ja lustig. Ja, aber... Also ich gebe die Hinweise ja vor allem deswegen, weil es ja manchmal auch einfach einfacher geht und auf dem rechtlichen Weg. Ja? Wobei Recht und Unrecht in Deutschland momentan ein bisschen... Hier wird getanzt, jawohl. Ja, jetzt gucken wir mal, was passiert. Kommt ihr bitte mit. Aber vor allem sollten wir diesem Staat keine weiteren Vorlagen liefern. Und ich glaube, ich muss mich jetzt mal zur nächsten Demo begeben. So, jetzt gehen wir bei Grün rüber, ist das erlaubt? Jetzt müssen wir bei Grün, verdammt, jetzt ist schon Grün rot worden. Ich gebe Rot, weil ich bin der Mann im roten Shirt. Aber jetzt macht mal keine großen Menschentrauben um mich, das ist das letzte Mal ziemlich schief gegangen in Berlin. Hast du ein Trauma zu bewältigen? Nein, ich habe dann trommel ich mal für dich, da kannst du es loslassen. Ich glaub, das Land hat ein Trauma zu bewältigen, wenn der ganze Wahnsinn mal vorbei ist. Ich habe ein ziemlich gutes Jahr gehabt, und du? Also privat, persönlich habe ich auch ein ganz gutes Jahr gehabt. Mir tut es natürlich für viele Leute leid, die das nicht hatten, aufgrund dieses ganzen Wahnsinns. Aber wenn ich jetzt nur mal mich nehme, war es ein schönes Jahr. Ja, ich habe eins der besten Jahre überhaupt gehabt. Ja, also muss man nur mal so... Ich habe euch alle kennengelernt, davor habe ich den nicht kennt. Und den auch nicht. Ja, man hat viele, viele nette Leute gekannt und getroffen, die man sonst nie getroffen hätte. Und auch mal ein schönes positives Fazit. Ja. Leider gibt es da immer wieder so Ordnungsamtpersonal, die meinen, Demos muss man einfach mal prinzipiell verbieten. Mal gespannt, wie es drüben weitergeht. Deswegen mal gucken, dass wir diesmal früher da sind. Also ich bin ja dafür, dass man es dann so macht wie in Leipzig, dass man einfach trotzdem irgendwas macht. Ja, der Vorteil in Leipzig war natürlich, dass es ungefähr 50.000 Leute waren. Ich glaube, hier müssen wir jetzt mal schauen, wie es weitergeht. Wir müssen uns einfach schnell bewegen, dann sehen wir noch mehr aus. Ich bewege mich jetzt auch mal schnell nach vorne, um mal zu gucken, was an der Hauptbühne los ist. Und oh, haben wir Bühne? Ja, nein, ich weiß es nicht. Und welchen Vormann man sich jetzt wieder einfallen lassen wird, um das Ganze zu torpedieren, weil es war ja jetzt gerade wohl so, wie man es schon oft gemacht hat, die Polizei macht eine Sperre, ohne Grund. Dann sagt sie, ihr haltet den Abstand nicht ein. Ja. Das ist Willkür. Und all das ist natürlich die perfekte Vorlage für eine Eilversammlung, weil die Polizei darf nämlich nicht den Grund für die Auflösung selber schaffen. Das ist grobe Willkür. Ja? Das hatten wir jetzt auch schon ein paar Mal. Bekanntestes Beispiel sicherlich Berlin, 29.08. Ja. Und ja, da kann man eigentlich auch wirklich nur dazu anregen, derartiges Verhalten, manchmal sind es ja auch einfach die Ordnungsbehörden, anzuzeigen, weil so geht's nicht. Ich glaube, ja, hier geht's lang. Aber wir sind, die Gruppe wird zu groß. Ich glaube, ich gehe jetzt mal kleiner. Muss man selber gucken, wo es da hingeht. Was, da müssen wir rüber, oder was?
Sind wir nicht am Karlsplatz? Ja, Markus, wir sind am letzten, am 29. Sind wir mal zusammen gejoggt. Da haben wir uns noch nicht gar nicht so gut gekannt. Aber da bist du mal gegangen. Ja, am Grün, falls wir rüber wollen. Ja. Das erinnert mich an Leipzig, als die Bullen vor der roten Ampel gewartet haben. Ja, das war sensationell. Sensationell war das. Eine ganze Kompanie lässt sich von der roten Ampel was sagen. Wahnsinn, da kommt auch schon wieder Polizei angefahren. Du hast mal einen Gimbal, oder? Ja, eingepackt. Ja, ich habe immer wieder den Versuch, da dran zu machen. Und dann hat immer die Gimbel sich gegen das Kabel gewehrt. Jetzt wackelt es halt ein bisschen, Leute. Aber wenn man dann wieder anhaltet, dann wird es wieder besser. Da ist jetzt so eine Prozession. Das ist der Landtag da vorne, oder? Also am Landtag vorbei, das ist schon mal gut, dass wir schon mal bei der politischen Landesführung hier vorbeischauen. Ich müsste mal pinkeln. Glaubst du, ich kann da ins Gebäude? Ich empfehle dir die Tür vom Landtag. Ja, genau. Wenn die Bullen nicht hingucken, dann will die Ochsen nicht hingucken. Die Ochsen? Ja. Ich bin dazu übergegangen, sind nicht mehr Bullen zu nennen. Also, die Bullen heißen jetzt Ochsen. Wer nicht weiß, was der Unterschied ist, schaut mal bei Google. Was heißt, der hat die Hose voll? Also das ist ja auch ein dummes Geschwätz. Ihr müsst einfach mal genau hinhören, was er sagt. Also, ganz ehrlich, das ist doch Blödsinn. Ihr müsst einfach mal recherchieren, nicht einfach irgendwas rumplaunzen. Also das habe ich sogar mitgekriegt und ich habe kaum Zeit, was anzuschauen. Römische Teile. Also ich meine, man könnte auch einfach Arabisch draufschreiben. Nee, also ist ja eine römische Zahl, keine arabische. Keine Ahnung. Hauptsache ist ein pyramidisches Zeichen drauf wahrscheinlich. Ja, genau. Oh, hey, gehen wir baden gehen genau, noch. Ich wollte gerade sagen, wir springen mal alle nackt in den See. Da sind viele Ochse unterwegs. Lustig wäre ja, wenn die drauf stehen würden, dass man sie Bullen nennt. So, wir sind hier vorm Landtag, noch ein paar Schritte, dann sind wir die Regierung. auf die Treppen. Scheiße, das sind keine Treppen, können wir sie nicht besteigen, oh Mann. Ey. Ich finde das kacke in Baden-Württemberg. Da kann man nicht mal die Treppe besteigen. Da drüben sind Treppen. Das ja, gehört da doch auch. Polizeiautos davor. Das gehört doch dazu, oder? Das macht es interessant, da hochzugehen. Ich meine, ich bin ungebildet. Ich weiß nicht genau, was das für ein Gebäude ist. Da weht eine Flagge. Ja, das liegt da oben. Guck mal, das ist ja geil. Ey, Alter! Seht ihr das im Livestream da? Das sind Vögel, ich kann jetzt nicht genau sagen, welche, die da üben. Ja, Taube, das sind die ja schon, die hören da nicht zu. Wahnsinn, es waren bestimmt locker 100 Vögel, die über dem Gebäude hier. Nee, die vor dem Gebäude stehen. Ja, wenn ich mal ganz ruhig halte, hier vorne, dann sieht man das bestimmt.
Das sind das Fledermäuse. Das sind viel zu groß für Fledermäuse, oder? Ja, der Markus gibt schon wieder Interview. Das Wichtigste, was man machen kann, außerhalb von Wahlen, wenn man dem Staat sagt, ist die Herren nicht weiter. Ja. Und es müssen mehr Leute gehen, beziehungsweise den Stand haben sie glaube ich noch. Es müssen sich mehr Leute trauen. Das Opernhaus habe ich mir erst sagen lassen. Ah. Ja, ich habe mir gedacht, dass es kein Landtag ist. Wenn die in so einem Gebäude wäre, wäre es viel schönere Politik wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Ja, wenn die Menschen in Südamerika sehen, wenn es in Europa geht, da wird mit dem Regisseur aus den USA gesprochen, der hat gesagt, bei euch geradeaus, dann kauft man sich aus. Das sind ganz viele. Ich glaube, ich brauche deine Powerbank, meine könnte vielleicht, oder habe ich die? Nee, du hast deine. Ich weiß nicht, meine, ich glaube, zu schwach jetzt mittlerweile. Das ist schon der dritte Livestream, der mal abkackt. Ich stecke einfach das schnell da aus und bei dir ein. Das ist hier nicht mehr eingesteckt, deswegen. Das ist hier rausgegangen. So, jetzt sind wir hier an der selben Stelle. So, das Spiel geht jetzt hier weiter. Es wird wieder gesagt, Abstände halten und bla bla blub und Maske hin und Maske her und was weiß ich was. Ein Katz-und-Maus-Spiel vom Ordnungsamt gegenüber friedliche Menschen. Guck mal da, bis Ende Januar 2021 ausgesetzt. Hier, Schauspiel Stuttgart. Das ist ein Schauspiel hier. Okay. Abstand halten! Die Versammlung ist hiermit eröffnet und ich bitte euch, die Abstände einzuhalten. Wie gesagt, es geht das Spiel wieder los. Die Wiese gehört auch noch dazu. Bitte verteilt euch. Was sie nochmal? Hat jemand ein lautes Megafon noch mit Batterien? Hat jemand eins mit Batterien?
Du hast jetzt die Versammlung angemeldet, gell? Nein. Ich hatte festgestellt, zu meiner Freude, dass es bereits eine angemeldete Versammlung gibt. Ah. Dieser junge Mann hatte sie angemeldet, sodass diese spontane Brücke gar nicht gebaut werden musste. Sehr gut. Ja, also dann ist der Titel von unserem Livestream falsch, ist keine spontane Versammlung, ist einfach eine weitere Versammlung. Aber trotzdem danke an den Heinrich, dass er für uns sorgen wollte. Klar, also hätte ja sein können, dass wir so eine Art Floßbrücke brauchen. Aber da gab es dann schon ein paar Meter weiter eine richtige Brücke und dann haben wir lieber die genommen. Ja, sehr gut. Vielen Dank. Dann sollen die provozieren, sollen die reingelegen. Das wäre jetzt mal mein juristischer da. Weil sonst kommt es die Behörde und sagt, oh, die halten ab. Hi. Grüß Stefan. Hi. Jetzt bitte. Grüß dich. Ich habe die paar Mal angerufen, weil die habe ich gesucht. Ich auch, aber du hast nicht reagiert. Ja, weil ich gestreamt habe. Du hast als erstes nicht reagiert. Hat man es aufgelöst, ja? Ich weiß nicht, so habe ich es gemacht, ja? Okay. Und deswegen wäre das schon sinnvoll. Also, ich bitte euch nochmal, wenn ihr keine Lust habt, Masken zu tragen, haltet bitte den Abstand von 1,50 Meter ein. Das wäre ganz arg toll. Und dann haben wir einen schönen Abend. Vielleicht suche ich nur einen Grund, aber wenn die ganze Zeit von Abständen geredet wird, würde ich sagen, wir gehen ein. Wie spät ist denn jetzt? Halb zehn. Ja. Ja, wir können ruhig noch. Wir können noch eine halbe Stunde bleiben noch. Okay. Wenn mein Handy nochmal leer gehen sollte, dann gehen wir. Aber ich habe es eingesteckt jetzt. Wow, ich habe dir meine gute Frau weggegeben. Ich finde es eigentlich gut gerade hier. Fühl mich gut. Ja? Okay. Von dem Schloss. Ich finde halt die Flagge schön. Endlich mal jemand, der es gecheckt hat. Welche? Wir brauchen noch ein paar Ordner. Das wäre doch ein Interview wert, oder? Ja. Das ist aber auch Amerika-Flagge. Ja, ich habe auch ein Licht. Das ist mein Licht, oder? Nein. Hallo. Hey. Hi. Ja, schön. Was habt ihr alles für Flagge? Württemberg. Württemberg, ja, sauber. Auf der Nazi-Demo, selbstverständlich. Ja. Eine polnische Flagge. Auf der Nazi-Demo. Ich lebe immer noch. Sauber. Die Nazis sind ziemlich tolerant. Ja, was? Hier, Querdenken, das sind doch die Rechtsradikale, oder? Jawohl. Und hier haben wir eine Deutschlandflagge. Die Meinung des Betrachters. Und diese hängt auch richtig rum. Johnny, würdest du einen Ordner machen? Im Moment, ja. Und dann haben wir eine Amerika-Flagge. Aber keine Muskel, gell? Mal schauen, ob der Trump noch was macht. Ja, da haben wir noch mal was. Und hier weht die Flagge richtig rum. Sehr gut. Ich habe schon Leute gesehen, die von der Polizei gezwungen wurden, ihre Flagge wieder umzudrehen. Ja, in Berlin habe ich Platzverweis für die ganze Stadt gekriegt mit der Flagge. Tag der Deutschen Einheit. Oh. Wahnsinn. Ja, ich habe mal am Brandenburger Tor, ich weiß nicht, vielleicht warst du das, ja? Da lief auch einer rum und da sind die Polizisten hinterhergerannt. Ja. Muss wahrscheinlich am 29.08. oder so gewesen sein. Nee, es war am 3.10. oder so, Tag der Deutschen Einheit, ja. Ja. Vielleicht war es auch da, ja. Ich habe es jedenfalls mal gesehen. Die sollen nach Hause gehen, da kannst du es machen. Für ein Ordnungsamt eine Demonstration aufzulösen, ja, oder weitere Auflagen zu geben, wenn es dafür keinen Grund gibt. Und wenn es dann trotzdem passiert, so wie vorhin, als unter dem Vorwand der nicht eingehaltenen Abstände, die wohl erst durch eine Polizeisperre, ich war nicht selber dabei, man hat es mir berichtet, entstanden ist, dann ist das leider
eine Straftat durch denjenigen, der das verursacht. Das ist die grobe Störung einer nicht verbotenen Versammlung. 21 Versammlungsgesetz, das ist eine Straftat. Schaut mal, wer da noch ist. Und deswegen jetzt auch die Bitte an das Ordnungsamt und die Damen Abstand. Und Herren von der Polizei, hier recht halten zu lassen und eben nichts derartiges nochmal zu provozieren. Wir hatten vorhin eine sehr friedliche, eine sehr konstruktive Demonstration. Bei der zweiten ist es jetzt ein bisschen schief gelaufen. Jetzt haben wir alle nochmal eine neue Chance. Und wir werden uns daran halten und wir erwarten von den Staatsbediensteten, dass sie das auch tun. Und dass hier kein Grund geschaffen wird, um zum, ich weiß nicht wievielten Mal in Deutschland eine Demo aufzulösen. Weil das ist reine Eskalation. Und vielleicht noch einen kleinen Hinweis. Außerhalb ist selbst nach dem RKI Corona ja nicht wirklich gefährlich, deswegen wird ja in allen Räumen innen immer so viel gelüftet. Ja? Also das, was wir hier machen, ist Gesundheitsschutz. Danke. Genau. Hey, der Stefan ist schon wieder da. So, hallo zusammen. Die Demo wurde ja angemeldet unter dem Motto Diskussion über den Impfzwang. Wir machen jetzt ein bisschen ein offenes Mikrofon oder ein offenes Megafon. Wenn jemand was erzählen möchte oder dazu sagen möchte, kann er gerne vorkommen und das tun. Ansonsten könnt ihr untereinander miteinander diskutieren über die Impfpflicht. Oder ja, hat jemand Lust, was dazu zu sagen? Der kann gerne mal vorkommen. Ach so. Ey, du könntest echt nicht deine Rede halten. Hallo, du mal eine Rede. Was soll ich über das Impfen erzählen? Ich lass mich nicht impfen. Ja. Kinder auch nicht. Sag es halt. Ja. Alle fragen sich, wird Marc André heute eine Rede übers Impfen halten? Nicht übers Impfen würde ich eine halten. Du bist für die Impfpflicht. Nein, definitiv nicht. Ja. Ja, dann muss ich Rede halten, damit wir das auch mal wissen. Ich würde eine über nasse Masken halten. Nasse Maske? Klingt lyrisch. 31 Menschen haben keiner Test und deswegen können da nicht starten, das Ding ist beendet. Gibt doch dieser Bularia keinen Grund. Nur aus Diplomatie. Das nützt nichts, das wissen wir alle, oder? Aber Hauptsache nicht, ja? Dann können wir wieder sagen, es ist beendet, weil nur Diplomatie ein bisschen mitspielt. Gibt denen doch das Gefühl, dass sie gewonnen haben. Das sind doch die Verlierer letztendlich. Das sind die Verlierer. Nein, wir sind alle eins. Ja, wir sind alle eins, aber die begreifen das nicht. Sebastian. So, also jetzt wurde ich nochmal darauf aufmerksam gemacht, dass die Abstände nicht reichen. Der Platz gehört übrigens dann auch noch dazu. Die Rasenfläche. Echt? Also hier haben wir wieder altbekannt hier die Frau vom Ordnungsamt, die uns weiter verärgern will, versucht friedliche Menschen hier zu stören und ja, macht da immer weiter. Da steht sie rum, schaut sie euch genau an. Vielleicht mag sich ja einer erbarmen mal. Ja, wir müssen uns alle verantworten, aber wirklich verantwortlich sind die Leute dahinter, die Handlanger von Systemen. Herr Williams. Bitte, nur beim Vornamen nennen. Mein Williams, mein Nachname ist geheim. Geheim, also Herr... Außerdem habe ich einen neuen Namen, ich kann das dir zeigen. Ja. Weil die Antifa hat mich geadelt. Und zwar habe ich meinen eigenen Smiley bekommen. Und ich will dir den auch gleich mal zeigen. Also, da ist er. Kannst du es lesen? Janko Goebbels. Und hier ist der zweite. Janko Münchhausen Williams. Wow. Ja. Check. Und weißt du, was das Coole ist? Die zwei Mädels haben auch, das sind Gesichter der PISA-Studie. Ja. Und Bodo Schiffmann hat auch einen. Ja.
Ja, und ich habe keinen, oder was? Du fährst noch. Weißt du was, so langsam glaube ich, dass ich ein eingeschleuster V-Mann von der Antifa bin. Ich wusste es schon immer, deswegen die ganzen... Das merke ich, das rote Shirt auch. Die zu Hause bei dir hängen. Weißt du was, die rote Fahne? Die ganzen Antifa. Willst du mal Bilder von Berlin sehen? Die spielen Lego, oder? Das sind die riesen Lego-Steine. Ja, die haben ganz schön Angst, würde ich sagen. Ja. Die haben nichts zu tun. Wenn die jetzt anfangen, wie die Antifa zu schreien, dann wird es richtig cool. Weißt du, mit dem Plakat und dann schreien sie rum. Ja. Das ist echt geil. Also, wie geht es nochmal mit dem Antifaschismus? Nazis raus, Nazis raus. Hey. Geht's gut? Ja. Antifa. Seid ihr von der Antifa? Hey, grüß dich. Hallo. Ah, du bist? Ja, genau der. Ja, erzähl mal, du machst eine Demo nach dem anderen, habe ich gehört. Ja, du, ich habe heute in Gmünd die 20. hintereinander, jeden Tag Demo in Gmünd. Ja, geil, ich habe erst gestern habe ich davon erfahren. Wenn du mal irgendwann zufällig immer jeden Tag 18.30 bis 19.30 bist, gerne eingeladen. Ich habe sofort geteilt, wo ich es erfahren habe und ich komme gerne vorbei demnächst mal. Alles klar. Ja. Nee, das war völlig entspannt, ist das Schwäbisch Gmünd überhaupt kein Problem. Ja. Sehr gechillt gewesen immer. Wie viele Leute sind so da immer? Das sind immer so zwischen 60 bis 85, 90 waren wir das meiste, aber das jeden Tag. Ja. Cool. Ja. Bin stolz auf dich. Ich bin auf alle stolz, die hier sind. Ja. Guck das da hinten, diese Frau da, das ist die, wo verantwortlich ist für alles. Die Dame da, die ja. Die Dame war mir klar, da mit dem roten Schal und diesem Bärengesicht da mit dem Ding da vor der Nase. Das ist die, wo uns hier das Leben schwer macht. Ja. Die armen Polizisten, die müssen das immer umsetzen, was die dahinter sagt. Pandemie. Wir alle müssen uns dafür verantworten. Stefan, und wir stellen uns dann zur Polizei und dann fangen wir mit dem Song an. Welcher? Warum beschimpft ihr uns? Achso, der. Daniel, wenn du zuschaust, wir brauchen dich. Das müssen Sie genau durchlesen. Mehrfach laut. Ja. Dass sich die nicht schämt, die muss doch nie mehr ins Spiegel schauen können.
keine Raketen, kein Böller. Es wird nicht Alkohol konsumiert in der Öffentlichkeit. Das ist ja traditionell eigentlich am Silvesterabend gemacht. Und auch daran sehen wir, die meisten haben offenbar Verständnis für die Maßnahmen, halten sich an die Regel. Und da müssen wir wirklich auch von Seiten der Polizei Danke sagen. Danke, dass sich wirklich ein Großteil an diese Corona-Regeln halten. Und wir hoffen natürlich, dass wir im nächsten Jahr wieder anders haben. Ich frage Sie, weil es ein bisschen weitergeht. Ist Demos sind angemeldet bis 5 Uhr oder Kundgebungen? Also wir haben noch weitere Kundgebungen. Die spätestens fängt um 23.30 Uhr an und soll dann bis 1.30 Uhr gehen. Ein ganz menschenleeres Stuttgart wird es nicht geben. Ein menschenleeres Stuttgart wird es definitiv nicht geben. Wir haben nochmal, wir haben Ausgangsbeschränkungen. Das ist eine Ausgangssperre. Ausgangsbeschränkung heißt, ich darf aus triftigem Grund natürlich das Haus verlassen. Es wäre zum Beispiel der Weg zur Arbeit, aber auch medizinische Gründe oder aber ich bin Teilnehmer einer Versammlung. Danke. So, also man kriegt immer wieder mit, dass sie irgendwie doch dran glauben, dass es sinnvoll ist, aber eine Ausgangsbeschränkung wegen nichts ist einfach grundgesetzwidrig. Und ich lasse mir das persönlich überhaupt nicht sagen. Ich empfehle da, wenn ihr da angehalten werdet, mal, wenn ihr draußen seid, ganz normal. Auch zu den Zeiten, wo die meinen, dass es nicht geht, dann lasst euch da einfach aufschreiben und dann vor Gericht wird es immer Bestand haben, dass ihr da draußen sein müsst. Die müssen euch beweisen, dass ihr keinen Ausnahmebestand habt, weil es gilt immer die Unschuldsvermutung erstmal. Am Staat und die Auflagen vom Staat. Und ich habe meinen Job unfreiwillig verloren. Aber manchmal macht es vielleicht da Sinn, seinen Job freiwillig zu verlieren, wenn man auf der richtigen Seite steht. Bitte, liebe Polizisten, lest euch diese Studien mal durch. Guten Abend allerseits. Grüß Göttle. Wie geht's dir? Gut. An dir? Oh, freut mich, dich hier zu sehen. Ja. Gleichfalls. Ja. Pass auf, meine Kamera steht genau hier. Oh. Genau. Wir müssen wieder Kanal Freidenker. Bringen Sie zur Vernunft, Leute. Ja, möge das Jahr 2021 auch wieder ein Jahr der Vernunft werden. Ja. Ja. Möge die Wahrheit obsiegen. Möge der klare Verstand obsiegen. Möge die Menschlichkeit obsiegen. Möge das liebevolle Miteinander obsiegen. Was wir jetzt haben, ist Ausdruck einer reinen Ellenbogengesellschaft. Nicht umsonst ist die Begrüßung unter Corona Ellbogen an Ellbogen. Sie ist eine Gesellschaft der Duckmäuser und der Maulhalter. Und das ist die Symbolik dieses Mund-Nasen-Lappens. Nichts sonst. Ich habe eine sogenannte kleine Anfrage gemacht, eine von vielen, an die Herrschenden, die da drüben in dem Parlament ihren Unflat zum Besten geben, ihre Quälereien, ihre sadistischen Foltermethoden hier ausbreiten. Und ich habe sie gefragt nach der rationale, nach der wissenschaftlich nachvollziehbaren Begründung für die nicht-medizinischen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie, als das sind Mund-Nasen-Schutz, wie das heißt. Wovor soll man Mund und Nase eigentlich schützen, außer man ist im Boxkampf? Oder die Abstandsregelung, die mantrahaft 1,50 Meter Regel. Oder die Quarantäne. Oder der Lockdown. Oder der Shutdown. Und die Landesregierung möge mir doch darlegen, welche Überlegungen konkret stattgefunden hätten. Sie möchte mir diesen Schriftverkehr oder diese Ausführungen, die Entwicklung der Überlegungen und warum man was wie macht, zeigen und die entsprechenden amtlichen Dokumente vorlegen. Was glaubt ihr, was ich als Antwort darauf bekam? Es gibt keine Dokumente. Es gibt keine amtlichen Vorgänge. Und damit, obwohl nichts existiert, was auch nur näherungsweise begründen könnte, warum man das tut, was man tut,
zwingt man die Menschen zu diesem absoluten Schwachsinn und Unsinn und quält die Menschen bis hin zur Existenzvernichtung. Und das gilt es zu bekämpfen. Das müssen wir abschaffen. Ja, aus Berlin gibt es neue Mitteilungen. Berlin ist ja das Zentrum der Räuberhöhle. Da sitzt ja die Raute des Schreckens und ihre ganzen Gangsterbanden. Aus fast allen Parteien, muss ich sagen. Ich möchte die AfD bewusst ausnehmen. Die AfD, ich bin nicht BP, ich erlaube mir das deswegen zu sagen. Die einzige Partei, die in diesem Parteiensystem überhaupt noch Opposition macht. In Berlin werden momentan die Journalisten an ihrer Arbeit gehindert. Ja, wer hätte das gedacht? Ich wurde hier von der Polizei auch an meiner Arbeit als Landtagsabgeordneter gehindert. Denn die Polizei muss mich durchlassen. Als Landtagsabgeordneter habe ich das Recht, durch Polizeisperren zu gehen und überall hinzugehen, wenn ich dies aus politischen Gründen für geboten achte. Drüben am Wilhelmsplatz wurde ich aktiv daran gehindert. Und jetzt hindert man die Journalisten, ihrer Arbeit nachzugehen bei dieser Party und sammelt sogar Journalistenausweise ein. Es zeigt auch hier eine weitere Verwahrlosung, ein weiterer Absturz in der rechtsstaatlichen Orientierung der Polizei. Aber das ist Berlin, das ist klar, das kommunistisch rot-rot-grüne Berlin, wo die Polizisten letztlich die SA-Truppen eines dekadenten Regimes geworden sind. Aber hier in Stuttgart haben wir ja noch andere. Ich kann das bezeugen, es gibt durchaus ambivalente Begegnungen mit Polizei, die hatte ich auch schon. Aber es gibt hier im Wesentlichen auch wirklich Polizisten. Und da muss ich sagen, ich hoffe, dass es mehr solche Polizisten gibt, die begreifen, auf welcher Seite sie eigentlich zu stehen haben. Jawohl! Deswegen sage ich hier noch an die Polizisten gewandt, überlegt euch, für wen ihr eigentlich da seid. Ihr habt einen Eid geschworen, nicht dem Dienstherr. Der Dienstherr heißt nicht Thomas Strobel, der Dienstherr heißt nicht Kretschmann, sondern der Dienstherr. Das sind die Bürger, das sind wir. Und in diesem Sinne, ich wünsche euch, dass ihr das alte Jahr beschließen könnt, dass ihr eine Bilanz zieht, die vielleicht für euch persönlich jeweils doch nicht ganz so schlecht ist, obwohl die Zeiten ja wirklich schlimm sind. Und dass ihr mit Freimut, mit offenem Blick in das neue Jahr gehen werdet. Dass ihr sagt, es ist etwas Neues, ich will neu anfangen. Ich nehme mir etwas vor. Ich will im Vertrauen auf den Allmächtigen einen Neustart machen. Ich will mich einsetzen. Das, was ich jetzt hier gemacht habe, ich bin hingestanden. Ich habe Mut bewiesen. Das ist etwas ganz Grandioses. Ja, 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 ja. Ich bitte euch, mit Gottes Hilfe, macht weiter so. Bleibt friedlich, ringt den Feind, der auch Gewalt anwendet, der skrupellos ist. Ringt diesen Feind mit Frieden nieder, damit wir eine Zukunft in Freiheit, in Frieden und in Rechtsstaatlichkeit haben werden. Auf ein neues Jahr 2021! Nee, das könnte. Nee, bitte nicht. Nein. Komm, sag mal was Schlaues. Nein, ich will nicht. Und? Alles gut? Ja, ja. Kennengelernt, aber ich bin auch überall dabei. Ja. Wie heißt du? Theresa, ich war die Dolmetscherin in Frankfurt Oder. Ah. Ja, schön, dass wir uns kennenlernen. Ja? Frankfurt Oder. Was immer ist. Weit weg entfernt. Freiburg. Ja, also im Stream sind deine Worte sehr gelobt, oder? Echt? Ah, oh, Gott sei Dank. Im Parlament werden sie selten. Ich hab's schon gesehen, ja. Und so weiter und so fort.
jeweils 4 Stunden. Einmal in Freiburg 4 Stunden und einmal in Lauter! Gibt nicht die Masken zum Kaufen! Ich glaube. Und deswegen dann jetzt nicht. Ich kann das bestimmt nicht. Die Masken zum Kaufen! Aber in dem Jetzt kommen sie alle her, die ganze V-Leute. Logisch, eingeschleust. Extra. Also Stefan, ich glaube, weiß jemand, warum sich der Kretschmann mal rede? Warum? Eine Viertelstunde ungefähr gehen wir. Ja, ich kann doch auch mal auf eine Demo gehen, ohne Rede zu halten, oder? Nee. Ich hab schon genug gesagt. Und für mich ist es keine gefährdete Person, für mich ist es eine gefährliche Person. Weil sie alles macht, was sie gesagt bekommt. Ich sag Kretschmann! Sitzt mit dem Gentle von Mercedes an einem Tisch und bestellt sich ein 500er Limousine. Von wegen, ein Grüner. Ich sag immer Papa Schlumpf. Hugo Schein von BioNTech. Auf die Frage, wer hat es Ihnen gehört? Bestimmt einige, oder? Ja. Und was sich impfen lässt? Ja, natürlich mag ich mich impfen lassen. Aber jetzt im Moment die rechtliche Prüfung, bla bla. Und wir müssen noch 1,2 Milliarden Impfdosen. Modifizieren, wie soll denn der Urschein? Ja. Das ist der Mann, der Regen über Jahre Hunderte von Millionen in den Sand setzt mit seiner Firma, wie der wohl das Geld herkommt. Das sind unsere Steuergelder und dieser Mann ist Milliardär. Haben wir was falsch gemacht? Wir müssen erst hunderte Millionen verlieren, damit wir Milliardär werden. Sind wir so blöd? Ich glaube nicht, oder? Dann hat er gesagt, naja, und dann kann ich meine Mitarbeiter nicht gefährden, weil sie ja produzieren müssen. Was heißt das jetzt? Es gab doch schon die ersten Toten, oder nicht? Ich habe gerade gesagt, dann werden die ersten geimpft. Nicht, weil man denn was Gutes will. Die Lagarde hat gesagt, die Gesellschaft wird immer älter. Das wird teuer. Wir müssen etwas tun. Okay? Also, ein Rentner kostet die Rentenkasse. Ein Rentner kostet die Krankenkasse. So, Leute, jetzt ist der Zeitpunkt bald gekommen, wo wir wieder nach Hause fahren, weil wir wollen noch ein Powwow-Trommeln machen im Garten und ein Feuer anzünden. Und von daher können wir nicht mehr allzu lange hier bleiben. Ich sage jetzt schon mal Tschüss und werde dann irgendwann abschalten. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt und ich wünsche euch natürlich ein guter Rutsch ins neue Jahr. Für mich war das Jahr 2020 ein richtig geiles Jahr. Ich muss sagen, es war fantastisch. Und ja, ich glaube, dass ganz viel Gutes passiert ist. Wir haben ganz, ganz viele Menschen zusammenbringen können, auch wenn viele Spaltungen waren. Es ist doch Entscheidendes im Bewusstsein passiert. Und ein Wunder, was passiert ist, war der 1.8., wo wir alle zusammengekommen sind, Hunderttausende. Und auch wenn manche das kleinschreiben wollen, alle, die dort waren, wissen Bescheid. Und das ja, war auch am 29.8. Ein Wunder, auch ein Wunder, wie die Presse berichtet hat und was sie daraus gemacht hat. Und viele sind dadurch aufgewacht. Und ich glaube, 2021 wird sehr viel besser. Und ich wünsche es euch alle von Herzen. Und dass wir alle zusammenfinden und zusammenkommen. Ja, dass es endlich wieder richtig gut so geht. Und dass wir wieder leben können. Dass wir uns umarmen können, ohne dass wir Angst haben müssen. Dass wir nah beieinander stehen können, auf viele verschiedene Arten. Also, das wünsche ich euch alle und ja. Der hat doch eine Waffel kurz so. Ja. Der spielt doch. Hallo. Die Hälfte von ihm ganz lange hoch. Ja, ist klar. Also, blaue Finger. Gibt es bei euch eigentlich keine Demos oder was? Wieso wart ihr nicht auf unserer Demo? Guck mal. Ihr habt mir noch nie eingeladen. Hallo. Wir haben den Tanz wieder mal eröffnet um 16 Uhr.
Ja. Bis 20 Uhr. Ja. Und es wurde keiner verhaftet. Nee. Nein. Dann war es keine Demo, oder? Dann war es keine Demo. Hallo, wir haben quasi eine Bergtour gemacht. 8 Kilometer Bergtour durch Stuttgart. Also als wir die Tour geplant haben, sind wir mit Google Earth so schön durch die Straßen geflogen. War total toll. Nur keiner hat uns gesagt, dass das so und so geht. Wir haben gedacht, das ist Wuppertal. Das geht ja immer so und so. Ja, hier geht's schon Hügel. Wir sind bei euch Berge. Wir machen das nochmal. Das ist schön. Das macht Spaß. Ja, aber nicht mehr die Bergtour. 95. Ja, aber da haben wenigstens Leute gewohnt, weißt du? Ja, Stuttgart-Ost ist eine sehr gute Idee gewesen. Ja. War ein Versehen. Also, es war eine sehr gute Idee. Ja, wir wollten eigentlich Schlossplatz machen, haben wir gesagt, nee, dann brauchen wir 2 Kilometer, um aus dem Bankenviertel rauszukommen, wo halt die ganzen Läden sowieso zu sind. Ja. 2 Kilometer hin, 2 zurück, das ist 4 zu viel. Habe ich Mike angerufen, wie sieht's aus? Andere Plätze, sagt er, ja, Wilhelmsplatz, geguckt, oh ja, Katharinenstraße, das sieht gut aus. Und dann haben wir gesagt, 8,4 Kilometer und so. Aber war super. Ja, war schön. Nee, also viele Leute, 95% der Leute, die so richtig. Wir müssen dann dort sitzen bleiben, bis sie rauskommen. Wenn eine Polizei. Ja. Macht's gut, kommt gut rüber. Bis in 2021. Wer hätte das gedacht, dass wir das mal erleben? Und ja, wir werden da sein und wir werden feiern. Es wird ein positives Jahr der positiven Visualisierungen. Da werde ich dafür sorgen, mit euch zusammen. Aho, macht's gut. Bis bald.